Nun aber rauschen wir rüber zum Kulturpunkt und bleiben gleich in der Remise. Da lautet das Motto am 9. März: Percussion meets Rock. Die Band Acoustics gibt sich gemeinsam mit dem hochklassigen Percussion-Quartett Bamboo Radio die Ehre. Peter Ratzenbeck, Ausnahmetalent auf der Gitarre, ist seit mittlerweile mehr als 40 Jahren auf der Bühne unterwegs. Am 7. März ab 20 Uhr gibt der Gitarrenkünstler eine Präsentation seiner Fingerfertigkeit im Zum Bäder Kulturkeller in Werthofen an der Ips. Für den mittelalten Buchhalter Erik hat das Berufs- und Eheleben jeglichen Reiz verloren. Erst wenn er nach Feierabend im Schwimmbad seine einsamen Runden zieht, beginnt er aufzuleben. Doch dann begegnet er einer Männersynchronschwimmtruppe. Wie lange sind Sie bereits Buchhalter? 300 Jahre. Was ist mit dir los, Erik? Du bist nicht mehr du selbst. Ich weiß nicht mal, ob du mich noch liebst. Hallo, Erik. Du triffst dich mit einem anderen. Das ist der Sex. Herrgott, Erik, ich kann jetzt wirklich... Kann ich dich nicht befriedigen? Es ist eine Frage der Fitness. Es ist eine Frage der Übung. Eigentlich ist es eine Frage der Zahlen. Regel Nummer 1. Niemand redet über den Schwimmclub. Was ins Becken geht, bleibt im Becken. Männer synchron schwimmen? Sie sehen hier das britische Männerteam. Ja. Das hier ist nicht irgendein Club. Es ist eine Idee. Ein Protest. Gegen die Sinnlosigkeit des Lebens. Gegen das, was es uns geworden ist. Das ist voll schräg. Ich denke, Mom hat recht. Du drehst durch, Dad. Das sind Männer. Wieso sind das Männer? Liegt an den Chromosomen, denke ich. Fahrt doch auch nächsten Monat nach Mailand. Mailand? Da ist die Weltmeisterschaft. Ein absolutes Nein. Niemals. Wieso sollte ich mir das ansehen? Weil ich da mitmache. Ich möchte wirklich, dass du stolz auf mich bist. Auf was? Dass du mit Männern schwimmst? Die ungewöhnliche Sportkomödie von Oliver Parker gibt es am 19. und 20. Februar ab 19.30 Uhr im Kino Kuckuck. Das war's auch schon wieder von unserem Kulturprogramm. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit frischen Kulturbeiträgen aus der Region. Ich freue mich auf Sie. Tschüss und bis bald.